Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute gibt es ein etwas anderes Video. Ich möchte heute diese Reifebeutel ausprobieren und selber Fleisch dry agen. Ich packe das Ganze mal aus. Sind die Reifebeutel enthalten, eine Gebrauchsanweisung und die Teile, das zeige ich euch später für was die sind. Also so sehen die Beutelgröße L aus. Das ist jetzt Größe L, es gibt noch die Größen S, M und XL und neuerdings glaube ich auch eine Rolle, wo man sich die Größen dann selber zurechtschneiden kann. Für mich ist das jetzt auch ein bisschen zu lang. Ich werde die auf jeden Fall halbieren, denke ich. Ich habe den Reifebeutel jetzt ein Stückchen gekürzt. Ich möchte das Stück Fleisch reifen. Das ist ein Roastbeef vom Angusrind. Das Tier wurde vor 3 Tagen geschlachtet. Ich trage bei sowas immer gerne Handschuhe, da es für mich einfach ein saubereres Arbeiten ist. Und eventuelle Mikroorganismen oder Sachen, die ich nicht dran haben möchte, schwieriger ans Fleisch geraten und somit das Fleisch nicht so schnell schlecht wird. Ich werde das jetzt ganz einfach umpacken. Das Teil kommt jetzt vorne an die Spitze vom Beutel und wird hier mitvakuumiert. Dadurch findet der Gasaustausch statt. Und so kommt das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Also so sieht das Ganze jetzt nach 35 Tagen aus. Man merkt schon, dass alles sehr fest und trocken außen. Ich werde jetzt die ganzen trockenen Stellen überwiegend wegschneiden und dann mal schauen, wie das Fleisch darunter aussieht. So sieht das Ganze jetzt nach dem Parieren aus. Also wir haben schon viel Masse verloren, aber die Farbe ist auf jeden Fall sehr intensiv geworden. Also es ist weitaus dunkler geworden. Ich werde jetzt mal ein kleines Steak braten und dann probiere ich das Ganze. So, ich habe jetzt einen Steak runtergeschnitten und mal gebraten. Ich habe es nur mit ein bisschen Salz gewürzt und ich würde auf jeden Fall sagen, der Beef-Geschmack ist auf jeden Fall intensiver geworden. Es hat auf jeden Fall funktioniert, aber wenn ich das nochmal mache, würde ich bei meinem Metzger oder wo auch immer ihr das Fleisch herkriegt, würde ich fragen, dass die den Deckel oder ein bisschen mehr Fett dran lassen, dass man überwiegend das nachher wegschneidet und mehr vom Fleisch hat. Bei mir war es schon viel zugeputzt und viel wegpariert. Dadurch musste ich von dem Fleisch einiges wegschneiden. Aber geschmacklich würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall einen kräftigeren Geschmack rausgekriegt und an Zartheit gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.